Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem Video, was es schon sehr, sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal gab, was natürlich auch den Umständen entsprechend dementsprechend so versprechen ist. Den Umständen entsprechend ist das natürlich schwierig gewesen, so eine Art Video in den letzten zwei Jahren zu machen. Und ja, dementsprechend sollte es wieder losgehen mit meinem erstes Mal auf Festival XY. Das habe ich schon damals auf meinem alten Kanal mal gemacht, der mittlerweile Old Game Plus heißt. Da habe ich das erste Rock am Ring 2019 und mein erstes Full Force 2019 reviewed und meine Meinung dazu abgegeben. Kam sehr gut an, auch wenn das Full Force Video bisschen ja, übertrieben war. Nichtsdestotrotz möchte ich heute mit euch zusammen mein erstes Palmel Festival durchgehen. Und wir müssen hier gleich sagen, das ist natürlich jetzt ein spezieller Fall. Nicht nur, dass ich das erste Mal auf dem Pall Mall Festival war, sondern ich war auch das erste Mal wieder seit 1,5 Jahren auf einem Festival. Und nach 1,5 Jahren, da ist ja alles recht. Das Pall Mall Festival ist in der wunderschönen Rheinland-Pfalz. Die Serpentinstraße da, das ist nicht gesund. Ich glaube, mein Auto macht seitdem auch nicht mehr. Berg- und Talfahrt, ohne Scheiß, schlimm. Fährst den ganzen Tag nur so. Nur so. Es ist schlimm. Teilweise so bergab, volle Pulle, auf einmal Ortsschild 50, Scharfkurve nach links. Willst du nicht, dass da noch keiner in der Hauswand klebt? Wundert mich. Das Palmel Festival ist ein sehr, sehr kleines Festival. Es ist mehr mit dem zu vergleichen, was bei uns im Ort ist. Es gibt eine etwas größere Bühne, eine etwas kleinere im Hintergrund. Das war es dann eigentlich auch schon. Ja, was zu futtern, was zu saufen. Es gibt eigentlich alles, was da ist. Ja, und das Festival ist natürlich unter den 3G-Regeln entstanden. Oder durfte durch die 3G-Regel durchgeführt werden. Also geimpft, genesen, getestet. Ich habe natürlich das große Privileg, schon ewig geimpft zu sein. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine Sorgen. Einmal kurz den Pass vorzeigen. Hast du nicht gesehen, willst du nochmal. Es ist so einfach. Ja, hab dann dementsprechend mein Palman-Bällchen bekommen. Das ist auch immer noch nicht abgeschnitten, weil ja, mittlerweile ist es ja auch scheißegal. Hauptsache Bändchen. Und ja, auf dem Gelände gab es dann natürlich auch keine Maskenpflicht oder desgleichen. Du musst halt kurz, wenn du durch den Eingang gehst, wo du einfach kontrolliert wirst, Maske auf, 1 Meter später Maske wieder runter. Ich habe viele Stimmen dort gehört, die gesagt haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Wegen dem 1 Meter, aber ich denke mir so, mach's einfach. Einfach machen, komm. Es macht doch keinen Sinn. Ich habe auch so gedacht, hä, komm, der 1 Meter, aber draufgeschissen. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr angenehmes Festival. Wie gesagt, das ist sehr kleinen Stil, alles sehr, sehr familiär. Bands waren jetzt schon doch sehr ordentlich. Das Line-up war nicht verkehrt. Wir hatten Annie Sokay da, wir hatten Ghost Kid da. Any Given Day hatte ich die genannt. Nee, hatte ich nicht genannt. Never Back Down, die ich da zum ersten Mal live sehen konnte oder auch wirklich mal intensiv hören konnte. Sehr geile Band. Es war auf jeden Fall einiges geboten. Anfangs war halt eher noch so dampft. Und die hatten da eine kleine Tanzregel, nenne ich es jetzt mal. Also wir hatten vor den großen Bühnen, hatten wir große Vierecke auf dem Boden. Wir hatten auch eine große Tafel, wo das abgebildet war. Pro Viereck 40 Leute können da rein. Die können da auch machen, was sie wollen, aber so pro Viereck 40 Leute. Wenn man sich die Vierecke so anguckt, denkt man sich, wie sollen da 40 Leute reinpassen? Aber egal, das waren die Regeln. Wurde sich auch dran gehalten. Bis 19 Uhr meistens so wurde sich dran gehalten. Dann kam die erste große Band, da war vorbei. Kannst du komplett vergessen. Du kannst keine Leute, die 2 Promille Intus haben, erklären, dass sie in so einem Viereck bleiben sollen. Funktioniert nicht. Hat aber auch keinen gestört. Kein Security-Typen hat das gestört. Den selber hat es auch nicht gestört. Es war einfach wie, als hätte es den ganzen Bums hier nicht gegeben. Es war
herrlich. Es war wunderschön. Es war wirklich befreiend, muss man dazu sagen. Ich habe das sehr, sehr vermisst. Einfach mal wieder mit Leuten Faustschläge auszutauschen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Allgemein einfach mal wieder wirklich raus. Live-Musik. Sich bewegen. Sich prügeln. Und seitdem bin ich auch, glaube ich, etwas gelassener. Auch wenn ich sage, nach drei Tagen ich in der Notaufnahme gelandet bin, die Anzeige ist natürlich raus per Mail, ne, nur damit du mal Bescheid wisst. Und dann jetzt die Tage noch was mit meinem Zahn hatte, sonst wäre das Video schon viel früher gekommen. Aber das war echt schlimm. Unfassbar schlimm. Oh. Die Hölle auf Erden, aber ich mache da nochmal was zu. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich versucht, ein bisschen Videomaterial für euch aufzunehmen, damit ihr mal eine grobe Vorstellung davon bekommt, was da so Phase war und was ich meine mit wie vorher. Also 2019 Vibe, sagen wir mal. Ghostkit trat nämlich auf am ersten Tag. Ghostkit ist eine Band, die aus dem Ex-Frontmann von Eskimo Cowboy entstanden ist, dem guten Sushi, der nur einen Meter hoch ist. Was ist da los? Ich mag das erste Album, das sie gedroppt haben, sehr. Ich bin nicht mit jedem Song cool, das muss ich auch nicht sein, aber einige Songs waren wirklich geil. Man muss auch sagen, die Live-Performance von den Jungs war wirklich großartig. Da bin ich vielleicht etwas zu energisch gewesen, möchte ich ganz klar sagen. Also die Band war kaum da, ich habe alles gegeben und war dann auch für den Rest des Tages platt. Was gezeigt, ich habe das einfach lange nicht mehr gemacht. Vielleicht bin ich auch schon zu alt geworden. Aber du merkst aber, die Ausdauer fehlt. Du hast so lange dieses Festival-Ding nicht mehr gehabt, so lange dieses Konzert-Ding nicht mehr gehabt. Auch wenn ja einmal da nochmal so ein kleines... Aber das ist was anderes. Sitzkonzert, ich mache nie wieder Sitzkonzerte. Schlimm sowas. Also, da mache ich lieber gar nichts. Aber sitzen zu deiner Lieblingsband? Nee, muss nicht sein. War auf jeden Fall ein großes Chaos dort. Ghostkit, sehr, sehr unterhaltsam gewesen. Sehr, sehr cool. Sehe ich jetzt die Tage sogar nochmal live. Ich bin nämlich auf dem Crowd Salad Festival in Essen und Bochum ist das. Zwei Tage. Da ist auch ein paar Änderungen. Das ist egal. Da könnte ich auch mal was zu machen. Ich habe ja viele Festivals damals, Never Say Die und Crowd Salad, das erste hier gar nicht reviewed, aber das ist, könnt ihr ja entscheiden, was wir machen sollen. Aber da mal kurz drüber sprechen. Da sehe ich die auf jeden Fall auch nochmal. Da sind die ja Headliner. Nichtsdestotrotz, direkt nach Ghostkit, also wo ich alles rausgelassen habe. Wirklich alles. Ich habe überall Schmerzen gehabt. Sehr viele Schmerzen. Direkt, sofort im Anschluss, auf der kleinen Bühne hinten, hat Never Back Down gespielt. Und die waren übel. Also wirklich auch eine sehr großartige Show, die sie abgezogen haben. Ich mag das erste Album sehr und die haben jetzt vor kurzem ihr neues Album Overdrive rausgebracht, was auch sehr, sehr cool ist. Da gerne auch mal reinhören. Ja, sehr unterhaltsam gewesen das Ganze, aber ich konnte da halt nicht mehr machen, weil Körper hat gesagt, Digi, fahr mal lieber ein Stück runter, ist schwierig, aktuell. Ich müsste mal wieder ins McFit oder so, ein bisschen pumpen gehen, dass ich einfach allgemein mal wieder die Ausdauer dazu bekomme. Musste nicht sein, ne? Was ich auch sagen muss, ein wirklich beeindruckender Auftritt hat dann am Ende Annie's Okay hingelegt. Die Band fahre ich ja sowieso, generell, weil sind geil seit dem ersten Album, blablabla. Da gab es auf dem Full Force auch so eine Sache mit den Jungs. Sehr wilde Geschichte, sagen wir mal so, die auch dafür gesorgt hat, dass meine Begleitung vom Full Force und auch dieses Mal wieder die Band jetzt nicht so mag. Nicht so mag, kann auch an der anderen blonden Begleitung gelegen haben, die war da, sagen wir es mal, die war da. Auf jeden Fall hat sie mit der Band jetzt nicht so die Glücksgefühle. Aber deren Auftritt auf dem Pall Mall, Annie's Okay,
war so gewaltig geil, dass selbst sie abgedanzt ist. Volles Mett, volles Brötchen, rein in die Masse. Und man hat dann bei dieser Band auch wirklich einen ganz entscheidenden Punkt gemerkt. Nämlich nicht nur mir oder allen Leuten, Beteiligten, hat dieses Festival-Ding gefehlt, den Bands selber natürlich auch. Die wollten da auch mal wieder auftreten. Und du hast einfach bei jedem Auftritt gemerkt, dass diese Bands Bock hatten. Die hatten unfassbar Bock, die hatten unfassbar Energie. Wie Rudi da auf die Bühne kommt, ne, und da Party macht, die ganze Bühne auf einmal explodiert. Was der geile Soundanlage. In meinen Augen mit das beste Konzert von Andy Soke, das ich je gesehen habe. Oder was wir auch je gespielt haben. Da war so eine Energie drin, ne? Das hat einfach Spaß gemacht. Ich allerdings ja wieder weiter hinten, weil Körper noch von, ne, ist halt alles schwierig. Und diese Kacktypen von Andy Soke spielen doch tatsächlich meinen Lieblingssong von denen. Aus dem allerersten Album, Sky. Und da hält es dich nicht. Da hält es dich nicht. Da bin ich direkt sofort hin in die Menschenmenge rein. Hab da um mich geprügelt wie der letzte Begaste. Nur um dann mitten im Song festzustellen, dass meine rechte Hosentasche auf einmal ziemlich leicht geworden ist. Da war bis vor ein paar Sekunden noch ein Handy drinne. War kein Handy mehr. Ich sag's euch, euer Handy zu verlieren. Im Moshpit, in der Crowd, wo Leute rumstampfen, rumlaufen, rumtreten, ist keine so geile Aktion. Und ich bin dann während des Songs, gegen Ende des Songs, so panisch durch die ganze Menge gelaufen, hab den Boden nach meinem Handy abgesucht, ich hab das nicht gefunden, ich hab alle Sterne schon gezählt, ich so, nein, bitte nicht, da tu mir das nicht an, ich möchte das jetzt hier nicht, ich möchte das nicht. Bis ich auf einmal einen Typen gesehen habe, der ganz verwundert auf sein Handy geguckt hat, hat sich das mal angeguckt und ich dachte mir so, den Popsocke, den kennst du woher? Gott sei Dank, ich hätte den Typen am liebsten noch zum Kaffee eingeladen, ey. Herrlich. Dem tatsächlich nicht wirklich was passiert ist. Also, hier ist zwar vielleicht ein kleiner Knacks entstanden, aber sonst ist das Handy heile geblieben. Runterfallend in dem Moshpit, Handy heile, musste man hinkriegen. Zweiter Tag. Wie gewohnt, ebenfalls großartig gewesen. Es war ein Zweitagesfestival, muss man schon sagen. Unser Hotel war vielleicht etwas weit weg, also eine Stunde weit weg. Da ist bei der Buchung etwas leicht schief gelaufen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Eine Distanz, die man überbrücken kann. Haben wir uns dann in so einem kleinen Hotel. Wir wollten eigentlich campen, aber es war komplett ausverkauft, weil sowas, da sind die Leute wild drauf. Campen war deswegen nicht mehr möglich, deswegen haben wir uns ein Hotel genommen. Aber so hatten wir halt ein vernünftiges Klo und vernünftige Betten. Kann man auch mal machen. Für so Leute wie mich. Ich brauche den Luxus. Wisst ihr, was ich meine? Ja, nach so einem großartigen Tag mit Andy Soke, Ghost Kid und Never Back Down war der zweite Tag natürlich schwierig, das zu toppen. Wir waren noch sehr spät abends erst da, weil die ersten ganzen Bands kannten wir alle gar nicht. Und da haben wir lieber in Ruhe gefrühstückt und ein bisschen gechillt und uns die Videos vom Vortag angeguckt. Sind dann relativ spät hin. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Band wir da waren. Ist ja alles schon wieder etwas länger her, als es sein sollte. Auf jeden Fall haben wir auch da wieder viele, viele schöne Bands sehen dürfen. Watch and Stampede waren da. Die habe ich mal in Köln gesehen. Sehr, sehr coole Band. Hatten gerade ein neues Album rausgebracht. Northern Lights heißt das. Sehr, sehr gut geworden. Ich habe mich nachher noch sehr nett am Merchstand unterhalten. Dennis müsste der Gitarrist heißen. Gitarrist und Clean Vocalist der Band. Super sympathische Kerlchen.
Ja, wir haben uns auch nachher noch mit der Band oder den Gitarristen von Angels and Hearts unterhalten. Die hätte ich auch schon mal live gesehen. Das war allerdings so ein Konzert. Das habe ich keine schöne Erinnerung dran. Das jetzt auf dem Pall Mall war definitiv besser. Aber mit denen konnte ich mich auch nochmal unterhalten. Haben wir auch über dieses ganze mal wieder Auftreten-Thema gesprochen. Und die sind natürlich, ja, wie ich auch schon eingangs erwähnt, hellauf glücklich, dass sie mal wieder spielen dürfen. Und haben wir noch alle gemacht. Genau, ich hatte meinen Distant-Pulli an. Mein Distant-Pulli. Und das ist dem Merch-Betreiber, der da an dem Tag auftretenden Headliner-Band Any Given Day aufgefallen. Und das fand er so sympathisch. Ist auch eine geile Band übrigens. Dass er mich zum Merch-Stand eingeladen hat, hat er mir so ein kleines Bändchen geschenkt. Das war super sweet von ihm, muss ich sagen. Das war sehr nett von ihm. Das hatte ich allerdings jetzt an meine Dame abgegeben, die dabei war, weil ich brauchte das jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe ihr das dann zur Verfügung gestellt, weil sie halt Any Given Day halt mehr feiert als ich. Ich bin mit der Band cool, ich mag deren Musik oder was sie machen. Sie feiert sie aber dementsprechend. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie dann der Headliner-Abend abgelaufen ist. Die Frau hat sich nicht von dieser Bühne wegbewegt, bis die Band aufgetreten ist. Es hätte ja sein können, dass du den vorderen Platz nicht mehr bekommst. War allerdings natürlich gar kein Problem. Das Gelände ist klein genug. Oder das Festival an sich ist so klein, dass das nicht das Problem gewesen wäre. Aber komm, lass es da stehen. Ich habe da hinten mein Ding abgezogen, was man da halt macht. Später bin ich aber allerdings zu ihr als schützende Wand, weil das dann doch sehr ungemütlich werden kann, wenn Menschen unter Alkohol sehr viel Spaß haben zu Metal-Musik, und habe dann versucht, die meisten Schläge abzufedern. Mein Rücken sah aus, das glaubt ihr gar nicht. Das Geilste aber an dem ganzen Festival, das muss ich so sagen, ist, haltet euch fest, glaubt ihr nicht, ich, der hier, wurde erkannt. Lass das wirken. Ja, ich glaub's auch noch nicht. Total krass. Ich hatte einen Typen angesprochen auf sein T-Shirt. Der war mir irgendwie sympathisch. Man macht das so. Man spricht sich gegenseitig an auf Band-T-Shirts.
Und er meinte so, mehr bist du nicht der Jugend Plus? Und ich denke mir so, ich jetzt hier oder was? Ja, und der hatte wohl meine Vollfass-Videos damals gesehen. Wie gesagt, da hatte ich ja Videos zu gemacht. Fand die sehr cool. Man hat sich sehr nett unterhalten. Ich hätte ein Foto mit dem machen sollen. Ich war auch, der war mir grundsympathisch, der gute Mann. Vielleicht sieht er dieses Video auch, wenn das nicht schon mittlerweile zu spät ist, weil, ja, zeittechnisch, Notaufnahme, Zahn, da war eine ganze Menge zwischen. Aber es ist ein sehr komisches Gefühl, erkannt zu werden, besonders in meiner Größenordnung. Aber es freut mich natürlich, dass ihm das Full Force Video gefallen hat. Da danke ich doch recht herzlich. War ja auch viel Material. Ja, und zu seiner Frage, ob ich auch zum Pamela ein Video mache. Ja, mache ich. Alles in allem muss ich sagen, war das ein wirklich schönes Erlebnis. Ein wirklich schönes Festival. Würde ich sehr gerne mal wieder hinfahren. Ist auf jeden Fall ein Festival, das man sich mal geben kann. Muss man das Line-Up mal wieder angucken, wie das nächstes Jahr so aussieht. Aber der Rheinland-Pfalz, da kann man mal runterfahren. Was bin ich gefahren? 4 Stunden? 3,5, 4 Stunden bin ich gefahren. Wird dann nächstes Mal mit Camping oder halt das Hotel etwas näher dran buchen. Aber an sich war sehr schön gemütlich da, sehr schöne Atmosphäre. Und ja, gerne nächstes Jahr wieder. Und wie gesagt, jetzt die Tage bin ich Ende dieses Monats auf dem Crowdsellet Festival in Essen. Da könnte man nochmal was zu sagen. Das Line-Up ist... Wir werden auf jeden Fall schauen, was jetzt die nächsten Wochen und Monate bringen werden, sprich Corona-Regelungen auf Konzerten oder Festivals. Aktuell sieht es ja ganz gut aus, ich bin da guter Dinge. Müssen wir auch schauen, ich glaube jetzt das Crowdsellet Festival ist 2G, also das ist schon ein bisschen eingeschränkter. Aber wie gesagt, solange ich meinen Impfpass habe, mache ich mir aktuell gar keine Gedanken. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder zum richtigen, regulären Gameplay-Video oder was wir da machen. Oder halt vielleicht auch mal zu einem weiteren Festival-Video, was es natürlich immer wieder geben wird, sofern Festivals stattfinden. Ist ja aktuell noch ein bisschen schwierig. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Haut rein!